So, und direkt weiter geht's. Schwierigkeiten, große Verspätung, aber Waren werden rechtzeitig fertig sein. Brauche Geld, habe keine Steine mehr. Ah. Handgeschriebener Brief, Professor Gigax. Briefe gefunden, Dr. Gigax Büro. Sie stammen von verschiedenen Schweizer Banken und zeigen, letzten Monat bla bla bla, muss man. Okay. Briefen, die den Dr. Gigas haben, befindet sich ein Fettfleck, offenbar von einer Öllampe. Diese spezielle Ölsorte ist seit einiger Zeit nicht mehr im Gebrauch. Die Person, die diesen Brief geschrieben hat, hat daher nur Zugang zu alten Lampenölgeschäften. Der Brief wurde erst kürzlich geschrieben und trägt das Datum von vor ein paar Tagen. Ich kam daraus schlussfolgernd, dass er in Europa aufgegeben und durch Länder mit einem zuverlässigen Postsystem befördert wurde. Außerdem entdeckte ich einen kräftigen Jodgeruch. Dieser Brief war auch vor den Aufgaben noch der Seeluft ausgesetzt. Leider war der Umschlag, in dem er steckte, nicht zu finden. Okay. Professor Gigax. Ach Gott. Haben wir jetzt alles untersucht? Ja. Ich weiß schon, wie ich diesen Wolf überlisten kann. Jetzt gehen wir erstmal hoch ins Klassenzimmer. Lalalala. Na? Nein, will er nicht. Gut. 2 mal 6 ist 12. 2 mal 7 ist 14. 3 mal 8 ist. Was war das noch? Ach ja, 24. 5 mal 5 ist 25. Offenbar will er nur mit einer bestimmten Person sprechen. Ah, ich muss ganz außen lang gehen. Okay. Auch idiotisch, aber was willst du machen? Was haben wir hier? Ich glaube, ich stehe kurz davor zu finden, was ich brauche. Kennen Sie diesen Mann unten, der unentwegt das 1x1 rezitiert? Ja, das ist Wolf. Aber von dem werden Sie nichts erfahren. Er will nur mit einem sprechen, diesem Professor Schwarz. Aber ich glaube, der ist schon lange tot. Vielleicht hilft mir die medizinische Akte dieses Wolf weiter. Ja, das haben wir schon. Schlüsselklassenzimmer. Waschküche. Unterrichtszimmer. So. Sätzen 6. Wer ist dieser anonyme Patient? Vielleicht hat er eine Akte wie die anderen Patienten. Ein neues Dokument. Sehr geehrter Herr Professor Gigax, Ihre Angestellten teilten mir mit, dass sie vor meiner Abreise keine Zeit mehr hatten, mich zu empfangen, da sie während unseres letzten Treffens andeuteten, dass sie künftig meine Verantwortlichkeiten am Institut wahrnehmen werden, dachte ich, ich hinterlasse Ihnen einige Notizen. Bitte glauben Sie mir, dass Sie mir von den Gesundheitsbehörden aufgetragene Mission ist keine einfache. Nee, ab. Verlangte? Keine einfache und die Nachforschungen lehren mich. Deshalb fragte ich nach den persönlichen Unterlagen jedes Patienten von den Aufzeichnungen und nach dem besonderen Grund, warum sie manche Patienten nicht in einer Gruppe haben wollten. Es ist zwar meine erste Anstellung, aber ich glaube, diese Entscheidung wurde nicht ordnungsgemäß getroffen und nicht so wie man in ähnlichen Einrichtungen trifft. Oh Gott, 3 Seiten. Weitere Untersuchungen werden zeigen, ob diese der Wahrheit entspricht. Doch das ist nicht der Grund für meinen Brief. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit noch einmal auf den anonymen Patienten lenken, den Sie in die Wäscherei versetzt haben, womit ich zufrieden war. Vor 3 Tagen war ich Zeuge eines erneuten Wiedererwachens von ihm. Aha. Ich versuchte gerade ihm ein paar extreme, einfache Grundsätze der Schwerkraft nahezubringen, als er dazu überging, meine Fragen an der Tafel zu beantworten. Auf meine typische mechanische Art
auf seine typische mechanische Art. So, mein Gott. Bevor ich ihn aufhalten konnte, schrieb er wortlos eine Folge von Gleichungen hin, mit denen ich nichts anfangen konnte, da sie mein Wissen auf diesem Gebiet übersteigen, keine Ahnung. Ich schrieb nie ab, bevor er wieder weggewischt konnte. Ich schrieb sie ab, bevor er sie wieder wegwischen konnte. Und durchsuchte entsprechende Texte in der Bücherei der Universität. Zu meiner Überraschung stellte sie eine Gleichung exakt die religiöse Begegnung von Himmelskörpern in unserem Universum und ihre gegenwärtigen Beeinflussung durch die Schwerkraft dar. Ich verstand nicht einmal die Hälfte dieser Berechnungen, konnte aber sehen, dass sie keinen Fehler enthielten. Ausgehend von diesen Fakten möchte ich gern, dass sie ihn einige Universitätskrankenhäuser bringen. Ich habe mir die Freiheit genommen, einen ehemaligen Kollegen zu kontaktieren und alles für den Transport und die Unterbringung arrangiert. Man erhofft nicht große Erfolge bei der Behandlung seiner Amnesie, wenn man ihn mal Leuten dreier seiner Ausbildung gleichen Wissens konfrontiert. Ich hoffe, dass sie mir dann bitte entsprechen, G. Herzog. Okay. Was haben wir hier? Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Was ist das überhaupt? Bart. Ha! Verkleidung Professor Schwarz. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Damit werden wohl freche Schüler bestraft. Ein wenig übertrieben. Was ist denn das? Ach so. Okay. 2 plus 2 ist x gleich Fragezeichen. 2 plus 2. 2 mal 2. Okay. Ich spreche erst nochmal den hier kurz an. Ja, 3 Minuten habe ich noch. Wo ist der Typ? Wo bist du? Schreit hier nicht so rum. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich muss mich ausruhen. Nur ein paar Minuten. Ja, komm. Wir gehen mal wieder fix runter. Hallo, Professor Schwarz ist da. Also, Wolf, wie ich sehe, hast du deine Lektion gelernt. Hervorragend. Professor Schwarz? Ich gratuliere dir, Wolf. Von deinen anderen Klassenkameraden kann ich leider nicht dasselbe sagen. Ich bin sehr unzufrieden mit ihrem Verhalten, denn wie es scheint, haben sie geschummelt. Professor Schwarz, Sie haben sie gesehen, nicht wahr? Ich kann meine Lektionen. Ich arbeite immer so hart. Und die anderen schreiben einfach von mir ab. Ich weiß, mein Junge, ich weiß. Aber Ihr Anführer, der ist Doktor, nicht wahr? Ja, Herr Professor, ja. Er ist der Gemeinste aus der Gruppe. Manchmal versucht er, mich von meinen Lektionen abzuhalten. Er sagt, er wird mich wie die anderen behandeln, die nicht wie wir sprechen und die so schrecklich laut schreien, wenn er sie bestraft. Aber ich bleibe bei meinen Lektionen und ich sage den ganzen Tag lang das Einmaleins auf. Er kann mich nicht daran hindern. So gut. Das ist gut, mein Junge. Ich bin stolz auf dich. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Wo treffen sie sich? Ich muss sie finden und dafür sorgen, dass sie die Bestrafung bekommen, die sie verdienen. Sie treffen sich dort drüben. Aber es ist gut versteckt und nur der Doktor hat den Code. Zuerst macht er Krach mit dem Feuer bei seinem Büro. Dann macht er Krach mit dem Feuer vor mir. Und dann macht er Krach hinter mir. Sie werden sehen, er kann seine Lektionen nicht. Danke, Wolf. Du bist ein schlauer Junge. Du wirst in diesem Schuljahr gute Noten bekommen. Aber jetzt musst du versuchen, deine Lektionen still aufzusagen. Da ich der Professor bin, weiß und sehe ich alles. Du brauchst also nicht zu schreien. Wie Sie meinen, Professor Schwartz.
Das brauche ich nicht mehr. Gut. Die Zeit ist jetzt auch gleich um. Mit. Jetzt ist das dazu nichts mehr zu... Erst macht er... Hä? Wie war das? Gucken wir noch kurz eben nach. Sherlock Holmes... Zuerst macht er Krach mit dem Feuer bei seinem Büro. Dann macht er Krach mit dem Feuer vor mir und dann macht er Krach hinter. Krach hinter mir. Okay. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.